Das ist die Expertenrunde für Sie zum Thema des heutigen Wachstumsgipfels von Lupus Alpha. Wachstum ist ein schmaler Grat. Bevor wir mit unseren Gipfelteilnehmern ins Detail gehen, wie kann man erfolgreich Wachstum managen? Was sind Stolpersteine und wie kann man den schmalen Wachstumsgrad erfolgreich begehen? Begrüße ich zuerst Herr Dr. Götz Albert, Chief Investment Officer von Lupus Alpha, der uns was erzählen wird zum Thema Microcaps, Wachstumsaktiensegment. Wieso sollte das in jedem Portfolio eines Investors drin sein? Microcaps werden übersehen von vielen Investoren. Erstens, weil man die Unternehmen nicht kennt, weil man Unternehmensnamen nicht kennt und weil sie eben einfach auch relativ illiquide sind. Mhm. Nichtsdestotrotz sind Microcaps eine ganz, ganz wichtige Quelle der Inspiration für uns, weil wir frühzeitig sehen müssen, was wächst denn von unten nach. Heute ist unser Thema Wachstum, Wachstumsgipfel. Mhm. Was wächst nach? Denn diese Unternehmen durchlaufen verschiedene Phasen und irgendwann ist eine Phase erreicht, wo man sagen kann, da ist ein erster Proof of Concept, da hat sich das Geschäftsmodell durchgesetzt. Und das ist der Punkt, wo wir versuchen, ins Spiel zu kommen und aus diesem unübersichtlichen Universum der Microcaps, und das ist wahrscheinlich für viele Zuhörende vielleicht auch neu, das sind nicht wenige Aktien, das sind sogar noch viel mehr als die Small Midcaps, das sind rund 2000 Aktien, aus denen man in Europa wählen kann, da die Konzepte zu finden, die Geschäftsmodelle zu finden, die dann eben auch von unten in unser Universum reinwachsen und durch das Universum durchwachsen. Denn das ist ja eigentlich das Interessanteste für einen Investor. Wenn man ein Unternehmen, eine Aktie identifiziert, die klein anfängt und durch erfolgreiche Geschäftstätigkeit, durch Skalierung nach oben weiter wächst. Eine gute Idee zu Anfang hilft natürlich, aber die ist kein Selbstläufer. Das heißt, Wachstum will nachher auch geplant sein, will geführt werden. Es braucht die Prozesse, es braucht eine Kultur, in der Wachstum eine Disziplin ist. Und es braucht natürlich das Management, was auch weiß, wie gestalte ich Wachstum, wie kann ich Wachstum führen, wo kommt Wachstum her, wo finden wir Wachstum und wie können wir Potenziale nutzen. Herr Özdil, fangen wir vielleicht kurz mit Ihnen an. Ich glaube, wir wissen alle so oder unsere Teilnehmer wissen, was ein Fondsmanager macht. Was macht denn WeClap? WeClap ist eine Cloud-ERP-Plattform, eines der neuesten Generationen von Cloud-ERP-Plattformen, gebaut für kleine und mittelständische Unternehmen weltweit. Mhm. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist auch die von Anfang an die Fokussierung auf den Weltmarkt. Also ob das die Company war oder auch das Produkt. Wir haben das von Anfang an für den Weltmarkt designt. Und wir haben heute Kunden aus 35 Ländern, die WeClap einsetzen in den unterschiedlichsten Branchen, Dienstleistung, Handel, vor allem E-Commerce haben wir da auch einige, auch im Bereich der Produktion. Was wir geschafft haben, ist im Prinzip der Zugang der kleinen und mittelständischen Unternehmen zu guten ERP-Lösungen. Unsere Kunden nutzen das aus den unterschiedlichsten Bereichen, von der Angebotserstellung über die Auftragsverwaltung, über die Abrechnung, über Lager, Logistik und Produktionsprozesse, also die ganze Bandbreite. Und was jetzt gerade in der Pandemie sich auch gezeigt hat, ist, dass diese leichtgewichtigen Cloud-ERP-Lösungen natürlich eine ideale Basis auch für eine Digitalisierungsstrategie eines Unternehmers dann auch darstellt. Wie sind Sie denn auf so eine Idee gekommen? Wo kommt die Idee her? Damit beginnt ja immer der Grundstein eines Startups oder eines jedes Unternehmens. Wie sind Sie an die Idee cloudbasierte ERP-Lösungen gekommen? In verschiedenen Unternehmen, in denen ich vorher tätig war, habe ich einfach gesehen, wie schwierig es ist, diese Systeme einzuführen. Also in der Regel scheitern diese Projekte, als dass sie erfolgreich verlaufen. Für mich war es einfach, ich kann das besser, wir machen es besser. Ich hole mir jetzt eine Mannschaft, wir versuchen ein Produkt auf die Beine zu stellen, was das jetzt besser macht. Herr Liegel, wenn Sie an so ein Microcap-Unternehmen herantreten, was schauen Sie sich an? Wir haben jetzt von Positionierung gesprochen. Ist das, was Sie sich anschauen, dass das Management, so wie der Herr Özdil, ganz klar weiß, hier ist unsere Positionierung, hier ist das Problem, was wir lösen? Oder reicht es Ihnen, so ein bisschen mehr zu schauen, was passiert im Markt? Nee, klar. Also eine klare Positionierung ist, glaube ich, bei jedem Unternehmen wichtig. Aber insbesondere noch mal auch bei Wachstumsunternehmen, weil es natürlich auch viele Fallstricke gibt, wo sich ein Wachstumsunternehmen verrennen kann. Wann oder wie wussten Sie denn, dass Ihre Idee eine gute Idee ist? Ja, die als erstes, wenn man neu gründet, fokussiert man sich auf den ersten Kunden, dann auf den 10. Kunden, auf den 100. Kunden. Irgendwann war der 500. Kunde dann da. Als man dann gemerkt hat, also es geht nicht nur darum, dass man Kunden gewinnt, sondern auch,
wie leicht man sich dabei tut. Also wenn man dieses Gefühl hat, der Markt braucht dieses Produkt, die Nachfrage ist groß und wir können mit dem Produkt überzeugen. Als das klar war, konnte ich besser schlafen. Sie investieren, wenn es einen ganz klaren Proof of Concept gibt. Das heißt, der Produkt Market Fit ist etabliert. Wieso nicht früher? Könnten Sie nicht schon, wenn Sie ein bisschen früher investieren, mehr Rendite rausholen? Oder? Das ist eine valide Frage. Es gibt mit Sicherheit auch Beispiele, wo man deutlich höhere Renditen erzielen kann in der Startup-Phase von der Unternehmung. Aber man darf eben nicht vergessen, dass in der Startup-Phase vor allem auch sehr hohe Risiken verbunden sind, die man auch berücksichtigen muss. Von daher warten wir eben wirklich ab, bis das Produkt ein Proof of Concept hat und eben auch ein etabliertes Monetarisierungsmodell, das funktioniert, das vom Kunden auch akzeptiert wird. Und ganz klar ein Fokus liegt natürlich auch auf der Infrastruktur, die da sein muss, um eben dieses Wachstumspotenzial auch zu heben. Mhm. Und erst dann können wir auch wirklich dieses Gewinnpotenzial der Zukunft abschätzen, der nächsten 5 Jahre, um dann eine Investitionsentscheidung zu treffen.